Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Horizons. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Sonntag, der 14. Juni 2020, 11.30 Uhr hier auf Fuchseltopia. Heute habe ich keine großen Neuigkeiten für euch, aber uns steht eine neue Woche bevor und ich wünsche euch, dass sie so wird, wie ihr es euch vorstellt. Und das war's von mir. Oh, danke schön, Melinda. Sehr, sehr süß, sehr, sehr freundlich. Und ja, wir müssen heute auf jeden Fall Rüben kaufen. Heute ist Rübenkauftag. Aber erst einmal in die Postkasten reinschauen. Oh, richtig viel Post. Krass. Akademie, wie viele Punkte? 57.752, Rang B. Löschen. So, Hauptsache erstmal auf Behalten drücken. Hey, Roland hat geschrieben. Hi, Kumpel. Ich gebe dir mal einen Überblick über meinen Trainingsplan. 3x 210 Sit-Ups, 3x 818 Liegestütze, 3x 778 Kniebeugen. Und damit muss ich die Karte sofort beenden. Dein Muskelpaket, Roland, gehuxelt. Oh. Wird trotzdem gelöscht. Behalte nur Karten von Zuschauern. Boah, Enza hat ja richtig viel geschrieben. Fangen wir erst einmal mit der Karte von Dave an. Lieber Huxel, meine überaus geniale Kombinationsgabe und mein brillante Menschenkenntnis hilft mir stets herauszufinden, was sich andere wünschen. Und diesen Wunsch lese ich in deinen Augen. Von Dave. Aha, jetzt hat er mir den geschickt. Ein Schimmelkleid, oh Gott. Ja, das hatte ich mir tatsächlich gewünscht. Auch privat, also im echten Leben. Ein Schimmelkleid wollte ich schon immer haben. Vielen Dank, Dave, an dieser Stelle. Gedankenleser Dave. Sehr schön. Mit diesem Lumpenkleid laufe ich jetzt erstmal ein bisschen rum. So, hier erstmal als Favorit markieren. So. Was hat Enza uns denn geschrieben? Lieber Huxel, ich schicke dir einfach mal Fotos von meinen Bewohnern. Oh, cool. Nächster. Für den Trainingsraum. Nächster. Ich kann nur 2x pro Tag auf Nook Shopping schicken, also kommen 2 Fotos pro Tag. Ah, okay. Sehr, sehr cool. Oh, ganz, ganz geniale Idee, Enza. Richtig, richtig cool. Die schauen wir uns doch direkt mal an, würde ich sagen. Was haben wir denn da? Nummer 1. Ein Bild von Eric oder Erik. Dann ein Poster von Laura. Eine Kugelhantel, die kommt definitiv in den Trainingsraum. Ein Poster von Siggi und ein Poster von Svenja. Ja, vielen, vielen Dank, Enza. Wirklich extrem gute Idee. Und Dankeschön, Dave, für dieses wunderschöne Kleid. Jetzt schauen wir uns aber erst einmal die Poster an. Ach, kann ich die hier gar nicht... Ach, die kann ich hier nicht aufstellen. Na gut. Dann müssen wir einmal ins Haus rein. Ich habe übrigens offscreen mal mein Lager aufgeräumt. Ich habe einfach mal Gegenstände aus dem Lager rausgenommen und ja, habe die so nach und nach verkauft. Aber mein Lager war so extrem voll, ich musste da irgendwann einfach mal so ein bisschen was rauswerfen. Nun denn, da haben wir die Kugelhantel. Ah, das ist wirklich perfekt. Mega cool. Ich würde so ein Ding gar nicht hochheben können. Ich glaube, da wäre ich zu schwach für. Los, Ingame Huxel, du schaffst das. Nö. Wird nichts. Die bleibt da stehen. Wie sieht's denn jetzt mit den Postern hier aus? Poster von Siggi. An die Wand. Hier ist kein... Was? Hier ist kein Platz zum Aufhängen von wegen. Vielleicht ein bisschen höher? Also, dann mal ein Poster von Siggi. Oh, ist der süß. Dann haben wir ein Poster von... Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Moment. Beziehungsweise nicht richtig gelesen. Ach, es ist im Lager. Na wurscht. Svenja. Erik. Oh, Erik ist ja auch niedlich. Aber Svenja, das wäre eine gute Ehefrau für Roland eigentlich. Das wäre eine ziemlich gute Ehefrau für Roland. Jetzt muss ich einmal nochmal kurz ins Lager. Wo waren die denn? Tapeten. Ach, Wanddeko wahrscheinlich, ne? Wanddeko. Lora hieß die.
Ach, dann hänge ich die anderen auch noch mal eben auf. Ich habe ja selber Fotos noch von meinen Bewohnern. Wollen wir uns die alle mal angucken? Eins davon ist kein Foto von einem Bewohner. Was mag es sein? Ja, natürlich, diese Flagge hier. Ja, da habe ich ja schon eine beachtliche Sammlung. Ich muss mal überlegen, was ich mit den Postern mache. Vielleicht, also wir werden ja früher oder später doch mal einen Kellerraum haben. Dann werde ich die einfach im Keller irgendwo aufhängen. Ja. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und wie schon gesagt, ich finde es auch klasse, dass ich jetzt fremde Bewohner hier als Poster habe. Mega, mega cool. Also Dankeschön nochmal, Enza. Jetzt haben wir aber noch ein bisschen was anderes zu tun in der Bude, denn wir haben noch Musikstücke, die wir uns anhören müssen. Zum einen habe ich das letzte Mal Super KK bekommen. Ja, also das letzte Mal gestern Abend, als KK eben gespielt hat. Das haben wir bekommen, das müssen wir uns noch anhören. Und ich habe im Lager noch die Insel der Tiere gefunden. Hören wir uns einfach mal beides an. Ja, die Insel der Tiere. Finde ich sogar ganz süß, muss ich sagen. Hat was. Wo ist jetzt Super KK? Super KK, wo könnte das denn sein? Seefahrerlied vorgestern, Surfing KK, Super KK. Na dann. Finde ich sogar ganz geil. Muss ich sagen, finde ich ganz cool. Hat was. Also die Lieder sind beide ganz nice. Ich glaube, ich lasse jetzt mal hier sogar KK Island, also die Insel der Tiere, laufen. Sieht so ein bisschen aus wie die Insel aus Animal Crossing New Leaf. Naja. Haben wir denn sonst noch irgendwas hier zu tun? Ja, genau. Wir müssen noch mehr Zäune craften. Ich habe ein bisschen Holz gehackt offscreen. Und zwar für den Bereich, wo ehemals das Crafting-Gelände war. Da brauchen wir noch mehr von diesen Holzpflöcken. Da, diese hier, dieses Baumstamm-Pfahl-Set. Ja, ich kann jetzt echt ziemlich viele davon craften. Ich habe echt ohne Ende Materialien davon. Und ich hämmer jetzt einfach mal hier den A-Knopf durch. Und crafte und crafte und crafte. Und schon ist mein ganzes Inventar voll mit Gegenständen. Ich hoffe, ich habe genug gecraftet. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob es ausreicht. Aber schauen wir einfach mal. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir auch einfach mal zu dem Bereich oben hin und gestalten den mal so ein bisschen weiter. Immer mit Blick auf die Uhr. Ich muss ja noch bei Jorna vorbei. Ich hatte auch zwei Tische noch gecraftet. Wo sind sie denn? Baumstammbank. Aber die können wir auch erstmal hier hinstellen. Die Tische wollte ich einfach mal dazwischen packen, also zwischen diese Bänke hier. Esstisch? Hier ist nicht genug Platz. Wie viel Platz braucht er denn, der Esstisch? Ich mit meinem Lumpenkleid. Das sieht so dämlich aus. Ach so, weil ich hier... Ja, weil ich den falsch rum gedreht hatte. Das Blöde ist natürlich, wenn ich den Tisch da hinstelle, dann komme ich da oben nicht mehr lang. Das ist natürlich ein bisschen dämlich. Ansonsten kommt da jetzt einfach eine Bank hin und ein Tisch. Fertig. Müssen ja nicht immer überall zwei Bänke stehen, ist ja wurscht. Wo ist denn der zweite Esstisch? Ich hatte auf jeden Fall noch einen Esstisch gecraftet. Ja, ihr seht schon diese ganzen Baumstamm-Pfahl-Dinger. Bank, Pfahl, 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 Esstisch. Da haben wir ihn. Ach, mach doch auch was her. So, super. Ja, dann verteile ich jetzt hier tatsächlich einfach mal diese Baumstammpfähle. So nach und nach und nach. Aber das schneide ich wieder, denn das ist ein bisschen dröge. Und das war's. Ach, ich finde, es ist mega hübsch geworden. Das sieht schon mega, mega geil aus.
So ein schöner neuer Bereich. Ach, ist das toll. Das gefällt mir echt richtig, richtig gut. Moment, der Brunnen ein bisschen zur Seite. Ah, steht nicht ganz mittig. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ja, damit kann ich leben. Und hier unten fehlen noch einige Zaunelemente. Man sieht es, wenn man ins Menü reingeht, dann sieht man, hier fehlt noch, ja, das ein oder andere Stück Zaun. Das werde ich aber offscreen hier mal fertig machen. Aber man sieht es halt auch so nicht, weil die Kamera das halt so ein bisschen verdeckt. Jetzt machen wir aber noch eine Geschichte. Und zwar packen wir da jetzt mal so einen Kofferplattenspieler drauf. Denn ich möchte hier Musik anmachen. Hier soll einfach mal andere Musik laufen. Was passt denn hier zu dem Gebiet? Ein bisschen was Irisches? Gar nicht mal so schlecht, ne? Irgendwas Ruhiges auf jeden Fall. Ich will allgemein mal ein bisschen mehr Musik auch auf der Insel platzieren. Oder Musikgegenstände. Ach, wir machen hier mal Bergsteigung an. Wunderschön. Ich liebe das Gebiet hier. Ach, es ist toll geworden. Mega, mega geil. Jetzt muss ich mal ein bisschen mein Inventar aufräumen. Und jetzt wird es aber wirklich höchste Zeit für Yorna. Alter Schwede, ich muss mich echt um Yorna kümmern. Ich habe auch noch eine Flaschenpost und ein Geschenk. Das schauen wir uns gleich noch an. Die habe ich offscreen gefunden. Aber jetzt ist erstmal Yorna dran. Vorher sollten wir vielleicht mal ganz kurz ins Service Center laufen und ein bisschen Geld abholen. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich jetzt am besten mal mitnehme. Ich will jetzt auch nicht übertreiben mit den Rüben. Aber so, ja, ein bisschen was sollten wir uns da schon in die Hosentasche stecken. Naja, wie viel Geld nehmen wir denn mit? Über 1 Million haben wir schon. 100.000 habe ich dabei. Vielleicht mal 400.000. Also, dass wir insgesamt 500.000 zur Verfügung haben. Und die würde ich tatsächlich auch vollständig in Rüben investieren. Ja, und die Rüben lege ich dann einfach wieder an den Strand runter oder so. Und dann warte ich mal auf einen guten Rübenpreis. Habe ich da gerade Yorna schon gesehen? Nee, das war Sophie. Mit einem Regenschirm, das hat mich so ein bisschen verwirrt. Und bei Mira, wo ist denn Yorna? Oh, Roland! Wie geht's, Kumpel? Alles fit? Heute schon gehuxelt? Ich will plaudern. Ah, dieser Gesichtsausdruck. Der sagt mir, dass du mit mir Patrouille joggen möchtest, bester Freund. Du scheinst mir hoch motiviert zu sein. Ich hatte eine Haber kürzlich zu Besuch, oder? Angeblich ist sie mit dem Kajak hergekommen. Von Istopia bis hierher. Solche Freunde lobe ich mir. Richtig gehuxelt. Ja, ich hatte eine Haber schon ganz oft auf der Insel. Wo ist Yorna? Yorna! Letztes Mal habe ich schon so lange nach Yorna gesucht. Wo ist die denn? Leute! Das gibt's doch gar nicht. Meistens ist sie doch irgendwo unten am Strand. Wie viel haben wir denn? 11.49 Uhr. Müsste eigentlich noch irgendwo hier rumlaufen. Ja toll, eine Flaschenpost. Eigentlich müsste die noch irgendwo hier rumlaufen. Ja, gibt's so einen gratis Inselrundgang hier noch mit in dem Part. Vielleicht verknüpfen wir das einfach mit unserem allgemeinen Rundgang mal so ein bisschen. Hier oben auf dem Blumenfeld hat sich da irgendwas getan. Ja, Unkraut wächst hier in der Mitte. Aber ansonsten ist hier nichts Neues gewachsen. Da hätten wir das schon mal erledigt. Aber wo ist Yorna? Yorni Borni, wo bist du? Die tingelt doch sonst immer unten irgendwo rum. Oh, unser Weg ist fertig, unser Aufweg. Sieht mega geil aus übrigens. Sehr, sehr hübsch geworden hier. Ja, aber trotzdem, ich brauche Yorna. Nein, jetzt auch noch ein Geschenk. Ich will doch nur Yorna suchen. Yorna! Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist sie denn? Da ist sie! Schönen guten Morgen. Na, machst du schöne frische Rüben kaufen? Recht viele vielleicht. Ich habe reichlich Stück dabei. Also, reichlich an Rüben dabei. 105 Sternis pro Stückchen. Dann kaufen wir doch alle mal. Oh, wie viele möchtest du haben? Alle. Ah, du kannst aber nur 1500 tragen. Her damit.
Haha, bis zum nächsten Mal, Hoxha. 1500 Stück. Rüben, Rüben werden groß, Reichtum fällt dir in den Schoß. Jo, dann kaufe ich mal noch mehr Rüben, mehr Rüben, mehr Rüben. Und schon habe ich einen kompletten Strand voller Rüben. Rüben im Wert von 500.000 Sternis. Wunderschön. Ja, ich hoffe, die werde ich gut los diesmal wieder. Ich hoffe, dass ich da viel, viel Geld mit verdiene. Naja, dann schauen wir mal in die Flaschenpost hier rein. Beziehungsweise ich habe ja zwei Stück sogar gefunden. Heute unternahm ich einen langen Spaziergang. Dabei fiel mir diese Bastelanleitung ein. Ich hoffe, jemand findet diese Bastelanleitung und freut sich. Wenn du magst, probiere sie aus. Viel Vergnügen, Claire. Eine Bambus-Stehlampe, die kennen wir schon. Dann haben wir noch eine Flaschenpost. Lieber keine Ahnung, wer du bist. Ich habe letztens... Ach, was soll's. Geht dich eh nichts an. Jedenfalls fiel mir da diese Bastelanleitung ein. Und es wäre ja echt lahm, wenn ich die nur für mich behalten würde. Also, dann mal los. Philippa, Riesengenie. Ein Apfelstuhl. Ja, wer möchte nicht mal auf einem Apfelstuhl sitzen? Ich zum Beispiel. Und was ist in dem Geschenk? 10.000 Sternisack. Cool. Das Geschenk hatte ich ja offscreen gefunden. Och, Johanna, du bist so süß. Johanna ist schon extrem niedlich. Ich finde die mega goldig. Mit ihrer kleinen Rotzfahne. Immer Schnodder. Immer Schnodder an der Nase. Nun denn, dann gehen wir doch wirklich mal unseren kleinen Rundgang hier weiter. Und ja, als erstes bei Neppi und Schleppi in den Laden. Hallöchen, ihr beiden. Hallo, wie komm ich nux laden? Was haben wir denn da? Ein Kicker und einen Mahjong-Automaten. Ich glaube, Mahjong-Automat habe ich schon. Würde ganz gut in meinen Arcade-Bereich passen, aber wie schon gesagt, ich glaube, ich habe den schon. Naja, wie sieht's denn hier im Schränkelein aus? Da haben wir ganz viel Werkzeug und Wellblechwand, Puzzletapete, Kiltwand, Dielentapete. Braunziegelboden, Aquaboden. Nö, nö, nö. Wenn du noch irgendeinen Wunsch hast, wende dich jederzeit vertrauensvoll an uns, Huxel. Bis morgen. Zuckersüß. Wie im ersten Part. Sie haben immer noch einen festen Platz in meinem Herzen. Apropos fester Platz in meinem Herzen, ab in die Schneiderei. Mal ganz kurz mit Tina und Sina hier quatschen. Hi, grüß dich. Willkommen in der Schneiderei, Huxel. Einen besonderen Kostümchen. Hi, Sina. Es wird immer wärmer. Der Sommer steht definitiv vor der Tür. Es wird höchste Zeit für unsere Sommerkollektion. Also muss ich wohl noch härter arbeiten. Und in den Umkleideraum. Was haben wir denn für schöne Klamotten? Eigentlich müsste ich meine Klamotten wechseln, denn ich sehe asozial aus. Extrem asozial. Wie wär's denn mit dem Imponierblazer? Decke mich jetzt einfach mal mit Kleidung ein, die ich hier heute kaufe. Tweed-Weste, Shirt-Schal-Kombi, nö. Tänzerjacke. Aber so eine normale Jeans? Fetzten Jeanshose. Passt jetzt nicht so ganz zu diesem Blazer, ehrlicherweise. Dieser Blazer, der ist schon ganz cool. Palais-Muster-Bandana möchte ich nicht. Ach Gottchen, Soldatenhelm. Ja, komm, nehmen wir auch mal mit. Rotznase. Nehme ich auch mit. Freut sich Johanna. Möchtest du zur Kasse gehen? Ja. Möchtest du es anziehen? Nein, wir bleiben mal bei dem Lumpenkleid heute. Dave zuliebe bleiben wir heute mal bei dem Lumpenkleid. Vielen Dank, ich schicke dir deinen Einkauf per Post in dein Lager nach Hause, Huxel. Tschüss, bis morgen. Sehr schön. Dann müssen wir noch einmal ins Service Center. Mal ganz kurz gucken. Hey, der Mahjong-Automat ist gar nicht dabei. Doch. Ach, der linke hier. Das ist ein Mahjong-Automat. Verdammt, dann hatte ich den wirklich schon mal. Na, wurscht. Ja, wir müssen noch einmal ins Service Center rein. Denn ich will noch einen Aufweg bauen. Hallo, Nookie Boy! Ah, Huxel, hallo, hallo, was kann ich für dich tun?
Hoppala. Falsche Frage gestellt. Infrastruktur, dann Brücken und Aufgänge. Und zwar möchte ich einen weiteren Aufgang bauen. Jupp. Wir kaufen nämlich nochmal hier so eine Baumstammtreppe. Baumstammtreppe, so soll's die sein, ja. Und die stellen wir jetzt auf der Insel irgendwo hin. Ihr könnt ja mal raten, wohin wir die stellen. So, ein bisschen Geld abholen, damit wir die auch direkt abbezahlen können. Ja, so viel zum Thema Haus abbezahlen, ne? Das wird sich wohl noch ein bisschen verschieben. Ja, wobei, ich habe ja immer noch Rüben. Mit denen ich prinzipiell Gewinn mache. Oder eher Gewinn mache als Verlust. Also von daher. Eigentlich haben wir doch genau genommen fast unser Haus-Upgrade in der Tasche. Wie sieht es hier eigentlich bei Nook Shopping aus heute? Haben wir noch gar nicht reingeschaut. Balkonteich, Zypresse, Strohhut, iPhone-Brille, Häschen-Shirt, Schnurrbartik-Shirt, Jeans, Regenstiefel und KK Salsa. Zypresse. Ich finde diesen Balkonteich halt so mega geil. Die Zypresse können wir auch mal kaufen. Ah, da kaufen wir ein paar Stück von. Eigentlich auch gut mit Design, glaube ich. Also die Zypresse, die gefällt mir, die gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir natürlich noch Poster und diese saisonalen Sachen. Aber die haben wir alle schon gesehen. Nun denn! Dann bauen wir heute mal ein bisschen weiter. Und zwar oben an unserem neuen Bauprojekt. Ich hatte übrigens in irgendeinem Part mal erwähnt, dass man insgesamt nur 9 Aufgänge und Brücken bauen kann. Das scheint aber nicht zu stimmen. Ich wurde später noch einmal korrigiert. Und zwar hat Enza kommentiert, dass man jeweils 8 Stück bauen kann. Also man kann 8 Brücken bauen und man kann 8 Aufgänge bauen. Dankeschön noch einmal für den Hinweis. Also da war ich dann falsch informiert. Von daher, ja, können wir jetzt eben auch noch ein bisschen Aufgänge hier bauen. Und das machen wir jetzt auch einfach mal. Und zwar hätte ich den nächsten Aufgang gerne hier. Wir müssen einmal ganz kurz in den Baumodus rein. Da komm schon! Flupp! Haha! Das Kleid sieht auch ein bisschen lächerlicher aus, wenn man Helm auf hat. Jetzt müssen wir hier mal so ein bisschen nochmal die Erde abtragen. Und zwar 2 Felder. Das sollte reichen. Und dann so ein bisschen weiter hier in die Richtung noch. Das müsste eigentlich reichen für den Aufgang. Den hätte ich halt hier gerne so nach rechts orientiert. Ja, das geht nicht. Geht das denn hier? Das Gebäude würde im Weg stehen. Damit ist wahrscheinlich die andere Treppe gemeint. Ja, immer noch. Ja, wir müssen noch ein bisschen weiter hier. Rüber. Funktioniert's jetzt? Oh, immer noch? Ah, das ist ja blöd. Na gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so weit reinbuddeln muss. Ist aber nicht so schlimm. Ah, hier würde es funktionieren. Sehr schön. Mal sehen. Ah, genau so wollte ich es haben. Ist diese Stelle in Ordnung? Ja, sowas von. Hier wird ein Aufgang gebaut. Bald steht der Weg in neue Sphären offen. Das klingt doch klasse. Jetzt gehen wir einmal mit der Leiter noch da hoch. Und buddeln wenigstens mal eben die Fossilien hier aus. Einfach damit wir sie mal mitnehmen und die jetzt nicht hier so blöd rumliegen. Ja. Hast schon? Ja. Jetzt ist es hier ordentlich. Sehr gut. Ja, mit dem Gebiet da oben machen wir dann im nächsten Part weiter. Für den Moment wollte ich ja eigentlich nur mehr Aufgänge bauen.
Hier werden wir auch noch ein bisschen Bodenbelag hinklatschen, aber wie schon gesagt, jetzt aktuell nicht. Was wir jetzt aber noch machen, ist, wir pflanzen hier noch mehr... Nein! Oh! Falsche Position! Wir pflanzen hier noch mehr Büsche. Ich will hier noch mehr Büsche haben. Ich liebe diese kleinen Büsche einfach. Die sind so schön. Stechpalmensetzling. Was haben wir hier? Seehortensiensetzling. Ich pflanze die jetzt einfach immer so ein bisschen abwechselnd. Das hatte ich auch eigentlich schon im letzten oder im vorletzten Part mal vor, hier weiter zu pflanzen. Bin ich noch nicht so ganz zu gekommen. Ich meine, die Büsche daneben sieht man genau, oder dazwischen sieht man genau genommen nicht. Aber ich werde die trotzdem da hinsetzen. Einfach weil ich weiß, dass da sonst keine sind. Und das würde mich in den Wahnsinn treiben. Genau, hier kommt noch einer hin. Und immer so weiter. Und weiter. Und weiter. Und das war's. Alles ist wunderschön bepflanzt. Jetzt kommt noch eine Kleinigkeit. Und zwar möchte ich jetzt hier unten auf dieser Ebene so einen Erdeweg noch haben, so einen Schwarzerdeweg, der hier so rundherum führt. Ja, den sieht man so zwischendurch mal durch die Bäume durch. Ich finde das eigentlich ganz schön. Sollte optisch auch ganz gut dazu passen. Ja, in diesem leichten Braunton, aber nur ein Feld breit, nicht breiter, logischerweise. Ansonsten passt es hier auch nicht. Und den legen wir jetzt einfach mal gerade hier drumrum. Ja, ich frage mich wirklich, wie das hier am Ende aussieht, wenn ich tatsächlich alles gebaut habe und wenn auch alles ausgewachsen ist. Das weiß ich noch nicht so ganz. Manche von den Büschen blühen übrigens da oben nicht. Das habe ich auch schon gesehen, das finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Wichtig ist mir eigentlich wirklich nur, dass da Büsche sind. Ist ja auch okay, wenn die zu verschiedenen Jahreszeiten blühen. Dann hat man in jeder Jahreszeit so ein bisschen was Unterschiedliches da stehen. Und so gesehen dann einfach etwas Abwechslung. Ja. Und dieser Weg, wie schon gesagt, der untermalt das so ein bisschen. Ich finde das eigentlich ganz hübsch. Ich finde das sehr, 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 sehr ansehnlich. Was wir heute übrigens nicht gemacht haben, wir sind heute natürlich nicht zu Harveys Insel geflogen. Das sage ich auch schon etwas länger, dass wir dann nochmal hingehen, um uns noch ein bisschen das Event anzuschauen. Wobei, das Hauptevent haben wir ja schon erledigt. Vielleicht machen wir das wirklich mal beim nächsten Mal. Zumindest die Liebeskristalle mal ausgeben. Dass wir einfach mal so ein paar von diesen Hochzeitsgegenständen kaufen. Auch wenn ich weiterhin nicht so ganz weiß, was ich mit den Gegenständen machen soll. Weil, ja, ich die einfach nicht so ansehnlich finde. Aber na gut. Geschafft! Sehr schön. Ein wunderschöner kleiner Weg. Die Ecken vielleicht noch ein bisschen anrunden. Genau, es sieht ein bisschen ordentlicher aus. Ach, ist das schön. Also das Gebiet hier oben, das könnte vielleicht sogar mein Lieblingsgebiet werden. Das ist mega, mega cool. Also es sieht jetzt schon mega, mega cool aus. Muss ich einfach mal sagen. Also ich finde es jetzt schon sehr, sehr nice geworden. Und diese Baumstammtreppen, die tun definitiv oder die tragen definitiv ihren Teil dazu bei. Finde ich mega, mega cool. Na gut, liebe Leute, aber ich würde sagen, für heute haben wir dann auch genug erlebt. Wir haben ja so ein bisschen was gebaut. Das heißt, ein bisschen was gebaut. Wir haben sogar extrem viel gebaut heute. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und das hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht. Hier auf Huxeltopia. Euer Huxel. Ciao.